Hallo? Hallo, Sie. Ja, hören Sie eigentlich? Können Sie nicht warten? Nein, ich hab's verdammt eilig. Eilig haben's alle. Mann, wissen Sie, wer ich bin? Hier sind alle bedeutend. Tut mir leid, mein Herr. Auf den Namen Vogel habe ich keine Reservierung. Egal mit welchem Vornamen. Und wir sind wirklich total ausgebucht. Total. Ende over adios. Also, was stimmt bei Ihnen nicht? Bei mir stimmt alles, ja? Aber wenn Sie nicht vernünftig wollen, dann können Sie hier ganz schnell, aber ganz schnell. Mein Vater ist schließlich nicht irgendwer, ja? In unserem Haus ist keiner irgendwer. Sagte ich schon, oder? Also zur Sache. Ihr Problem? Mein Vater. Ich suche meinen Vater. Ich habe eben noch mal mit der Chefredaktion telefoniert, also von der FUZ, wo mein Vater nämlich Redaktionsleiter ist, Ressort Nachrichten aus aller Welt, Dr. Arthur Heidt. Weiter. Er muss hier im Hotel sein. Er wollte sich treffen mit einer Frau von dieser Komikertruppe da aus dem All. Mit der Astralpuppe, ja? Was? Wer sagt denn sowas? Diese Medienspinner. Ich glaube, das ist eine Erfindung von den Leuten von Tilt. Herr Zimmer 1148, da drüben ist der Lift, Ende Ober. Halt, verdammt! War mein Vater hier? Haben Sie ihn gesehen? Ein großer Mann, elegant, grauhaarig, 55 Jahre, er hat vermutlich sein Blaues... Aktenzeichen, bewaffnet, gefährlich, Telefonnummer, der Polizeidienststelle. Sag mal, wollen Sie mich eigentlich... Ich merke mir nichts. Ich behalte niemand im Kopf. Ich bin hier Portier und nicht Eduard Zimmermann. Da drüben sind Haustelefone, 1148, Zimmernummer, gleich Hausapparat. Ende over adios. Ach, Frechheit sowas. Hallo? Hallo? Ja, hier ist Helen Heidt. Ist mein Vater vielleicht bei Ihnen? Dr. Arthur Heidt. Bitte? Nein, hier ist so ein Lärm in der Halle. Ich verstehe Sie kaum. Bitte was? Oh, Himmelszelt. Sagen Sie, kann ich mal kurz raufkommen zu Ihnen? Ja? Gut, bis gleich. Tja, junge Frau, das wollen alle hier. Aber am Lift nutzt Ihnen Ihre ganze Schönheit nichts. Da hilft nur Drängeln. Wie witzig. Sagen Sie mal, sind Sie nicht... Natürlich. Aha. Sie sind Alexander Schobis. Alexander B. Schobis, um korrekt zu sein. Aufpassen Sie doch, Frau, wohin Sie... Und mit wem habe ich das Vergnügen? Vergnügen ist gut. Hier geht's ja zu wie in der U-Bahn von Tokio in der Raschauer. Aua! Helen Heidt. Ist mein Name. Angenehm. Moderieren Sie heute Abend hier? Mit Neugier und wie gesagt, mit Vergnügen. Sechste Etage bitte. Ah ja, gut, danke. Werden Sie denn das Publikum bereichern durch Ihre Anwesenheit, meine Frau? Würde mich sehr inspirieren, zusätzlich. Für mich die elfte Etage, ja, danke. Tja, das weiß ich nicht. Braucht man denn nicht einen Passierschein? Doch, doch, war kein Problem. Hier zwei Karten für alle Fälle. Falls Sie sich allein, zu allein vorkommen. Soll ja vorkommen. Oh, danke. Und spritzig wie immer, der Herr Schobis. Bei einem so guten Publikum wie Sie. Oh, Sex. Was? Sechster Stock, meine ich natürlich. Ich muss mich losreißen. Bis später, ja? Ja, bis später. Wiedersehen. Hallo, guten Tag. Sind Sie... Ich meine, wie heißen Sie eigentlich? Kommen Sie bitte herein in mein Zimmer. Ja, gern. Wissen Sie, es ist aber so, ich will Sie gar nicht lang aufhalten. Sie haben ja bestimmt noch was zu tun für heute Abend, diese Talkshow da und dann... Also die anderen haben bestimmt auch viel zu tun, denke ich. Eigentlich will ich ja bloß von Ihnen bitte fragen, ob... Nehmen Sie Platz. Ja. Hier. Ja, danke, ja. Wir können ganz ohne Druck miteinander reden. Noch haben wir viel Zeit. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Sie kommen ja... Woher kommen Sie eigentlich? Irgendwo aus dem Weltall, habe ich gelesen. Aber wo genau da? Aber so wie Sie aussehen, echt, also wie? Also ganz normal irgendwie. Auf Ihrem Planeten können sich alle nur Besucher aus dem Weltall vorstellen als kleine grüne Männchen oder als Metallroboter mit künstlicher Stimme. Aber die Fantasie ist auf diesem Stern hier ohnehin nur eine kümmerliche Blume. Also hören Sie mal, das ist ja wohl völlig daneben. Vielleicht haben Sie in ein paar Tagen noch nichts gerafft, ey. Aber nochmal, wie heißen Sie? Die flotten Herren von der elektronischen Zunft.
haben mir einen Namen gewidmet. Star Lady. Aber wenn Sie wollen, nennen Sie mich so. Star Lady. Ist doch toll. Jedenfalls viel besser als, als... Sagen Sie es doch, Astralpuppe, nicht? So nennt mich dieses merkwürdige bisschen Papier mit den riesigen schwarz-weiß-roten Buchstaben. Hab ich recht. Ach, die dürfen Sie nicht ernst nehmen. Nimmt keiner ernst hier. Also, Star Lady, ich bin Helen. Ne? Helen Hyde, die Tochter von Dr. Arthur Hyde. Und den suche ich. Das heißt, er wäre hier gewesen heute. Er ist nicht hier? Oh, das sehe ich auch. Aber war er denn hier? Ja. Ach, na sehen Sie, nur fluppt das doch. Wann war er da? Heute um die Mittagszeit. Ich war erstaunt. Gestern Abend, als wir uns zum ersten Male unterhielten, habe ich alles erzählt, was er wissen wollte. So gab es nach meinem Dafürhalten, sagt man so, nach meinem Dafürhalten. Ja, sagt man so, ja. Es gab keinen Grund, mich noch einmal zu besuchen. Außer... Also echt, ich muss Ihnen mal was sagen zwischendurch. Seien Sie mir nicht sauer, aber wie Sie reden, das macht mich total hippelig, total. Ich weiß, was Sie meinen, aber das ist zu schwer für uns. Die Sprache, die Sie sprechen, ist... Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Zurück zu meinem Oldie. Er war also hier, und? Wir haben einige Sätze gewechselt. Wir hatten aber nicht die gleiche Vorstellung von dem weiteren Verlauf unserer Begegnung. Und dann ist Herr Dr. Hyde verschwunden. Aha. Und wohin? Hat er nichts gesagt? Also was er jetzt vorhat oder so? Wo er hin will, nein? Nein. Nein, er hat nichts davon gesagt, wo er hin wolle oder was er vorhabe. Das hätte mich auch überrascht. Naja, muss ich halt weiterchecken, ist ja nicht so tragisch. Aber wissen Sie, meine erste Begegnung mit so einer Außerirdischen, das hatte ich echt anders auf dem Planer. Star Lady. Ich bin mal gespannt, was ABS heute Abend aus euch rauskitzelt. Ach so, ABS kennen Sie wohl nicht. Also das ist für Der Scherzname für Herrn Alexander B. Schobis. Chefmoderator. Ein Meister des Gesprächs. Wie? Ein Talkmaster. Ah, Sie kennen ihn also. Bloß gut, dass der jedenfalls nicht aufs Maul gefallen ist, sonst würde das heute Abend ja eine Werbesendung für Tranquilizer und das bei dem Aufwand. Wissen Sie überhaupt, was da geboten ist? Na, ist egal. Ich muss los. Ciao. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Helen. Also nochmal, ich mache mein Eingangsstatement. Mein letzter Satz ist, irgendwann musste es passieren, am letzten Sonntag ist es passiert, die Erde hat Besuch aus dem All. Okay, und dann fahrt ihr den Film ab mit der Landung dieser Büchse, da verdammt ich, alles kann ich mir merken, bloß nicht den Namen von diesem Raumschiff. Achrit Relok, 313. Ja, danke, Babsi, alles klar. Also, der Film geht ab, ist, glaube ich, 1,45, right? Gut, letztes Bild, letzter Text. Die Alice werden von den Bullen zum Bus gebracht. Moment mal, wie hast du die genannt? Alice, wir reden hier nur noch von einem oder einer Alice, wenn... Nein, das ist schon okay. Aber die anderen, wir reden nicht von Bullen, Babsi, schon längst nicht mehr. Was, wie? Mensch, komm, mach hin, letzter Satz, also los. Ein irdischer Empfang für die Außerirdischen. Ja. Ein deutscher Empfang dazu. Erstmal festgenommen zum Verhör. So ein Shit, wer hat denn das wieder? Wahrscheinlich dieser Rolf Winter, hä? Klar, wer sonst? Naja, meinetwegen, wenn das bei euch durchgeht. Aber ich sag's ja. Komm, machen wir weiter. Stehen die Leitungen über den Teich und zu den Satelliten? We hope so, Sir. Ihr wisst genau, wie wichtig das ist. Das muss klappen, wie die Kriegsberichte von CNN. Sonst sehen wir elend alt aus. Wir haben die Amis blockiert die ganzen letzten Tage. Und jetzt warten die nicht bloß drauf in den USA, ob wir das von hier aus stemmen, sondern auch in Kalkutta, in Canberra und Montevideo. Und wehe, wir brechen ein. Dann sind wir weg von allen Schüsseln. Und zwar für die nächsten Jahre. Klar, wissen wir doch alles, ABS. Follow controllo. Die Simultandolmetscher auch? Schon in den Startlöchern. Also, ihr wisst, wir haben hier in der Lobby zwei Figuren von der Besatzung von Archie Dreebock. Ach, Retrelock. Ja, meinetwegen. Einen Typ und diese Astral-Pussy. Hey, ABS, willst du zu Tittentele wechseln? Oder magst du schon gar nicht mehr, wenn du solche Quatsch... Doch, sorry, Babsi, ist mir so rausgerutscht. Die Tiltganoven stecken an.
Darf ich wenigstens Starlady sagen, ja? In Ordnung. Gut. Die Namen von diesen, wie sagst du, Alice? Also diese Alice haben ja Namen, unmöglich einfach. Oh, du machst das schon, ABL. Was? Du wirst das Ding schon schmeißen, meine ich. Wie immer, da bin ich ganz sicher. Ach, na danke für die Blumen. So, ich verschwinde mal hier und schau drüben im Foyer und in der Lobby nach, ob alles läuft. Ende. Toi, 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 Alter. Pass auf die schwarzen Löcher auf. Was? Hat die jemand engagiert? Ja, so ein Quatsch aber auch. Außer unseren eigenen Ordnern sind doch eh schon mehr Geheime da als bei einem Papstbesuch in Südafrika. Sogar die Rentnerbrigade vom KGB schlurft hier rum. Also echt, da braucht man doch nicht. Nein, Mann, ABS war doch bloß ein Scherz. Ich hab gemacht. Komm, vergiss es, Junge, vergiss es. Ja, Anita? Helen hier. Sag mal, hast du schon was vor heute Abend? Nein. Genau deswegen. Ich habe 2 Tickets. Von wem? Da kommst du nie drauf. Nie. Nein, nein. Von ihm selber. Jawohl, Alexander B. Showbiz. Von ihm. Du, zufällig, das erzähle ich dir alles. Bitte? Doch, stell dir mal vor. Sie habe ich schon gesehen, diese Starlady, genau, ja. Wie? Naja, irgendwie komisch, so ein bisschen weltfremd, würde ich sagen. Du, die redet wie in einem Theaterstück, so geschwollen irgendwie, du. Echt? Wie? Nee, komm erst mal her. Na, mit deinem Presseausweis kommst du rein vorne, das ist doch klar. Wenn du sagst, du kommst von der Teltrans... Ach so, ja, sagen wir an der Espresso-Bar hier im Foyer. 6:30? Ja. Gut, see you. Musik ab. Ich mach mal ein Preisausschreiben für eine andere Musik, wenn irgendwas Weltmäßiges angesagt ist. Zarathustra ist ja sowas von abgefeiert. Ey, da, Anita! Da kommt er da hin und ein ABS. Jetzt geht's bestimmt gleich los. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Wir sind jetzt gleich soweit. Wenn an der Kamera vor der Bühne das rote Lämpchen erglüht, dann denken Sie bitte nicht, Sie sind im Kölner Dom. Das bedeutet, wir sind auf Sendung. Wie wir es vorhin geübt haben, geben Sie dann unserem lieben Herrn Showbiz einen freundlichen Applaus. Nicht zu lange, wie gesagt, nur bis er am Tisch bei unseren beiden Gästen, bei unseren beiden Stargästen im wahrsten Sinne des Wortes, also bis er dort Platz genommen hat, Hör auf, die sülst ja rum, das Gott erbarm. Achtung! Hier ist Frankfurt, hier ist Germany, hier ist das Hotel Transkontinental. Hier ist einmal mehr die große Talkshow Lobbygeplauder. Und hier ist Alexander B. Showbiz. Danke, danke, danke. Und thank you, merci, und tante grazie, und spasiba, und muchas gracias. Wo immer auf der Erde Sie uns nun zusehen. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Jahrhunderte, meine Damen und Herren, Jahrhunderte sind vergangen. Die Menschheit hat gewartet. Mehr noch, die Menschheit hat Signale ausgesandt. Hinaus in den unendlichen Raum, Botschaften an jene, die irgendwo sein konnten, sein mussten. Und, wie wir nun wissen, auch waren. Selbst wenn viele zweifelten, andere glaubten stets daran. Und sie sagten es auch immer wieder. Irgendwann musste es passieren.
Am letzten Sonntag ist es passiert. Die Erde hat Besuch aus dem All. Irgendwann kriege ich einen Schreikrampf. Das ist Hasselbank. Einst vorgesehen als Standort von Raketen. Die sollten von hier aus in den Himmel steigen. Am Sonntag, genau um 14.11 mitteleuropäischer Zeit, stieg etwas aus dem Himmel herab. Dieses gleißende, elegante Raumschiff. Achet Glock 312. Und bald darauf da. Musste es die Welt. Geht schon los. Wenn dieser beschissene Ton über sein Gebiet geht. Ach, mich stört das nicht. So was kommt vor. That's life. Meine Damen und Herren, wir bitten vielstmals um Verständnis. Wir haben da ein winziges Tonmädchen. Aber die Bilder kennen Sie ja sowieso. Sie sind in den letzten Tagen ja über sämtliche Kanäle rund um die Uhr und rund um die Erde gegangen. Die gelandete Rakete, die Damen und Herren von der Besatzung, hier kommen sie gerade aus der Luke. Jawohl, sie winken. Und dann die Festnahme durch unsere Behörden. Es entgeht ihnen also nichts. Guck mal, aber er ist total nervös. Na, kein Wunder. Er wartet auf... Da, das rote Licht. Er ist wieder drauf. Und weiß es noch nicht. Bitte, wir sind auf Sendung. Aha, so, ja. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das war zur Einstimmung ein kurzer Winter von dem... ein kurzer Film von dem Herrn Winter. Und nun freue ich mich ganz besonders, Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen zu dürfen. Da ist Ladies First, die Dame mit dem unaussprechlichen Namen. Sie brauchen ihn sich nicht zu merken, ich auch nicht zum Glück. Aber hören wollen wir ihn schon einmal. Bitte sehr. Tnumutregjedzna Grebuasch. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie auch hier den Kunstnamen Starlady verwenden wollen. Auch wenn wir wissen, dass es bessere Namen gäbe. Auch als den mir überreichten Namen Astroboss. Wir haben oft genug erklärt, dass es in unserer Gruppe keinen Boss gibt, sondern eine Chefrotation sozusagen. Jawohl, wissen wir inzwischen. Jeden Tag ein anderer Boss, nicht wahr? Oder eine andere. Ja, gewiss, ja. Aber Starlady, lassen Sie mich die erste Frage an Sie stellen. Wir wissen, Sie und Ihre Kollegen sind seit Ihrer Landung jetzt fast 3 Tage von einer internationalen Expertenrunde befragt worden. Warum sagen Sie nicht, wie es war? Wir sind von verschiedenen Geheimdiensten verhört worden. Gut, so sehen Sie es, so sehen Sie es. Aber was ich jetzt gerne wissen möchte, stimmt die Einschätzung dieser Herren, dass sie, so hat es einer in einem Interview formuliert, eine kosmische Komikertruppe sind? Wenn wir zur Unterhaltung der Menschen hier beitragen, ist das nicht besser, als wenn wir... Wie es offenbar von den Herren der irdischen Sicherheit ängstlich erwartet worden war... ...die Eroberung ihres Planeten versucht hätten oder gar seine Zerstörung... Klar, schon, aber wissen Sie, es irritiert, es verwirrt, dass nun, sagen wir, Wesen, die über eine so extreme technische Intelligenz verfügen und auf einer Entwicklungsstufe sein müssen, wie sie nötig ist, um bei uns hier Besuch zu machen, nicht wahr? Dass die also so naiv und so harmlos sein sollen, wie wir das hören. Meinen Sie wirklich, dass wer fortschrittlich ist... nicht harmlos sein kann. Bitte, also einen Augenblick, ja? Ich habe Sie etwas gefragt und die Spielregeln bei uns hier sind so, dass Sie Antworten geben und nicht etwa Gegenfragen stellen. Gibt es einen Grund, warum Ihre Regeln unser Spiel bestimmen sollten? Aber ja, das denke ich schon. Unsere Zuschauer haben schließlich einen Anspruch darauf. Danke, ja, danke, vielen Dank, danke schön, danke. Sehen Sie, also, nochmal meine Frage. Warum schauen Sie sich denn so an? Das wirkt ja als... Ich meine, wir haben ja nichts dagegen, wenn Sie ein bisschen... Wenn Sie ein bisschen flirten, aber alles zu seiner Zeit. Ich flirte ja auch nicht mit Ihnen, Starlady.
warum nicht ABS? Sie sind doch fast so schön, wie Sie selbst glauben. Wo Himmels zählt, also das kann er nun gar nicht. Jetzt platzt er durch. Ich find's witzig. Diese öffentlich-rechtlichen Talkshows sind eh so fad. Gil Blaisre, also mein Freund hier, den Sie Astroboss nennen. Gil und ich haben uns eben nur verständigt, wie wir mit Ihnen umgehen. Was? Ja, Moment mal. Sie haben sich doch nur angeguckt. Wir haben erfahren, dass die Bewohner Ihres Planeten diese Fertigkeit nicht besitzen. Noch nicht, vielleicht. Wir nennen es... Nun, man kann es übersetzen mit Geist sprechen. Vielleicht. Gedankenübertragung, meinen Sie das? So etwas Ähnliches, ja. Aber ich habe noch eine Frage. Auch wenn das wieder spielregelverletzend ist. Warum halten Sie uns für harmlos? Ach du meine Güte, Starlady. Meinen Sie das ernst? Da kommen Sie hier bei uns an mit einer super Landung. Haben eine unglaubliche Raumfähre, wie unsere Experten uns sagen. Und dann steigen Sie da aus, nicken freundlich, sogar als man Sie verhaftet, und haben nichts weiter bei sich als dieses kleine Gerät da, das Sie ja auch jetzt umhängen haben. Sagen Sie mal, ist das eigentlich ein Fotoapparat oder was? Das sieht ja putzig aus. Für ein paar Schnappschüsse fürs Familienalbum, was? Unser Ausflug auf die ferne Erde, damit die Enkelchen was zu lachen haben, was? Da hat er ja gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Oh, der Beifall legt es balsam für ihn. Oh, Sie sind enttäuscht. Das schienen uns die Herren auch, die uns befragt haben. Hätten wir das zuvor gewusst, wir hätten gerne ein paar hübsche Laserwaffen mitgebracht. Aus unserem Museum historischer Kuriositäten. Und ein bisschen damit, wie sagen Sie? Herumgeballert. Richtig, das ist das Wort. Ein verrücktes Wort. Herumgeballert. Also wirklich, nein. Sie wissen doch genau, dass es darum nicht geht. Es ist doch einfach auch bei Ihrem, ich meine, bei den Gesprächen mit Ihnen herausgekommen, um nur mal ein Beispiel zu nehmen. Irgendwann haben Sie auf eine entsprechende Frage gesagt, das Erziehungsziel auf Ihrem Heimatstern sei, Augenblick mal, ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Aha, hier, jawohl, die Fühlnunft unserer Mitwesen zu entfalten, nicht wahr? Und Sie würden deshalb die technischen Weiterentwicklungen den Geräten selbst überlassen, also zum Beispiel den Computer, nicht wahr? Aber das ist doch mit Verlaub gesagt kindlich, wenn nicht sogar kindisch, nicht wahr? Warum? Ja, warum? Also, wenn Sie mal... Ja, was glauben Sie denn, wo wir auf der Erde hier wären heute, wenn wir das auch so gemacht hätten? Nur mal ein Beispiel wieder. Dass uns hier bei diesem Gespräch zig Millionen Menschen sehen und hören können, überall auf der Welt. Das geht eben nur, weil unsere Forscher und Wissenschaftler Tag für Tag an der Verbesserung der Technologie arbeiten. Wenn Sie Freude darin finden... Freude! Das ist einfach ein Grundbedürfnis des Menschen, nach immer vollkommener Technik zu streben. Das bringt uns voran, auf allen Gebieten. Beim Essen, beim Wohnen, beim Reisen, beim... Im Krieg. Natürlich. Auch, wie? Ja, von mir aus auch Krieg. Und dank unserer Computer können wir heutzutage Kriege so führen, dass wir punktgenau mit operativen Maßnahmen die Ziele treffen und deshalb die früheren Schrecken vermeiden. Oh, Himmelszell, ABS. Das war punktgenau daneben. Nun, ich denke, das ist eine wunderbare Stelle, um ein bisschen Musik zu machen. Unsere Gäste im Studio heute, Running Wild. Mit ihrem Superhit Straight to Hell. Bitte. Danke, vielen Dank unseren Musikern von Running Wild. Ihr seid immer besser geworden, Jungs, im Laufe dieses Abends heute, wirklich. Ich muss euch das mal so sagen von hier aus. Aber das habt ihr sicherlich auch an dem Beifall gemerkt. So,
Und nun ganz schnell noch ein letztes Mal zu meinen Gästen. Starlady, auch Ihnen mein Kompliment. Jetzt kann ich es ja sagen, am Anfang hatte ich riesenhafte Bedenken, also nach den ersten Geplänkeln da. Aber dann, und das gilt natürlich für Sie genauso, Astro Boss, dann auf einmal haben wir doch irgendwie einen Draht gefunden zueinander. Und ich denke, auch unsere Zuschauer wissen jetzt doch eine ganze Menge über ihren Heimatstern. Sicher, da gäbe es noch viel, viel mehr, denke ich, aber Sie sind ja noch öfter bei unserem Sender zu Gast. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer in Deutschland, in Europa, der ganzen Welt, das war's wieder einmal mit unserer Show Lobbygeplauder. Heute mit Gästen von einem anderen Stern, mit Astro Boss und Starlady. Ihr Alexander de Schubis sagt danke, danke, danke schön und thank you und merci und tante grazie und spasiva und muchas gracias. Das nicht gern, Helen, weißt du ja, aber die Sendung eben war ein Hammer. Ja. Einsame Spitze. Damit haben wir in Europa die Nase vorn. Echt. Ist aber auch ein totaler Glücksfall, sowas. Nicht? Er war einfach wunderbar. Weltklasse, das finde ich auch. Ja. Habe ich zwar gerade nicht gemeint, den ollen Schobis, aber okay, war auch nicht so schlecht, der Mann. Obwohl was? Du bist ja bloß neidisch, Anita, weil dein Sender mal wieder außen vor war. Aber wer von euch hätte das nur halbwegs so souverän gemacht, ha? Wer? Das kann ich dir sagen. Dein Herr Papa. Wenn er sich endlich bereit finden würde, vor die Kamera zu gehen. Wir haben ihn schon mindestens 10-mal gelöchert deswegen. Aber nein. Überhaupt, wieso ist er nicht hier? Das wüsste ich auch gern. Du, vielleicht ist er sogar hier. Irgendwo in dem Trubel da. Heute Mittag jedenfalls, da hat er noch diese Starlady interviewt. Ach, interviewt? Mhm. Tja, was Frauen angeht, war dein Alter ja immer... Was? Naja, egal. Ich bin jetzt jedenfalls unheimlich gespannt, wie sie es jetzt schaffen. Also die Leute von Euro-TV, meine ich. Wie wir den Vorsprung halten können vor den Amis. Die kochen jetzt, habe ich gehört. Weil sie nicht rangekommen sind an die Alis, sondern bloß Übertragungsrechte gekriegt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass... Hey, guck mal, da drüben... Der Meister des Talks persönlich. Und wie er herüberglotzt. Den musst du ganz schön inspiriert haben. Ach nö, Anita. Ach, der hat doch sicher so viele andere. Möglich, aber im Augenblick sind wir guten die Anlaufstation. Abend. Guten Abend. Guten Abend. Nun, wie ist die Stimmung? Sie waren Weltklasse, Herr Schobis. Echt? War eine gute Sendung. Wirklich. Auch sagen Sie doch ABS zu mir, Helen. Alle sagen ABS zu mir. Oder Sascha. Das sagen nun wieder nicht alle. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, danke bei uns? Schön, danke. Ein paar Minütelchen, sehr gern. Studieren Sie auch Jura? Woher wissen Sie denn, dass ich Och, das... Man hat ja schließlich recherchieren gelernt. Nein, ich arbeite für Teltrans. Oh, eine Kollegin. Ihrem scharfen Blick sind gewiss auch die Pannen aufgefallen, also die kleinen. Oh, das war doch technisch. Nein, in meiner Gesprächsführung meine ich. Ach so, ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass Sie die beiden ein bisschen mehr rangenommen hätten. Die sind ja sowas von cool und easy geblieben. Das kann doch nicht echt sein. Oder glauben Sie denen etwa? Wissen Sie, was ich glaube? Die blaffen unheimlich. Echt? Die blaffen? Ja, zum Beispiel dieser Apparat, den die da rumhängen haben. Alle. Das ist keine Kamera, meine Damen, meines Erachtens. Ach, sondern? Ein Mini-Computer, der nicht nur alles analysiert, was um sie rum passiert, was geredet wird, was sich bewegt, einfach alles, und der dann auch sofort die richtige Reaktion errechnet und mitteilt. Donnerwetter. Ja. Wirklich? Aber im Gespräch, da haben Sie doch irgendwann erzählt, mit Computern hätten Sie schon längst nichts mehr am Hut. Ja, eben. Ja. Die Rechner wurden bei Ihnen bloß noch in ganz speziellen Zusammenhängen eingesetzt. Gezielt also bei der Energieerzeugung oder so. Aber Sie meinen... Ja, wer beweist mir denn das alles? Halten Zug nah an, meine Damen. Ich verstehe nicht so recht, warum unsere versammelten Geheimdienste zu der Einschätzung gekommen sind, das wären irgendwie harmlose Spinner. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich halte die für unglaublich raffiniert, eiskalt, knallharte Eroberer. Wirklich. Na, nur überlegen Sie doch mal. Bisher haben wir es fertiggebracht zu verheimlichen, woher genau Sie kommen. Aber es muss eine gigantische Entfernung sein.
Da gehört ein ebenso gigantisches technisches Know-how dazu. Überzeugend, Sascha. Echt. Überzeugend, also, oder? Ja, also ich fand es auch eigenartig, als Sie gefragt haben, warum die ausgerechnet zu uns auf die Erde gekommen sind. Genau. Ja, sehr schwach, diese Antwort. Wegen der schönen blauen Farbe unseres Planeten. Also, wer bin ich denn? Oh, da drüben, das ist Jim Kellogg von CNN. Mit dem muss ich auch noch reden. Die haben wir ja voll gebodycheckt, wie? Wir haben die Alis exklusiv. Das schmerzt die Amis ungeheuer. Ungeheuer. Wir versuchen jetzt mit allen Tricks ranzukommen. Ich werde mal mit Jim reden, vielleicht kriegen wir einen Deal hin. Jim is a tough guy. Sind denn die Damen noch ein bisschen länger in diesen heiligen Hallen? Kleines Wortspiel. Dankeschön. Ja, eben. Ich meine, vielleicht könnten wir nach so viel Außerirdischen später noch ein bisschen ganz Irdische, also noch einen trinken oder so. Also, ich muss bald los. Ich habe noch eine Verabredung. Ich würde mich freuen, Sascha. Na, primstens. Um es mal situationsgerecht auszudrücken, die Sterne sind mir hold heute. So scheint es. Tnumut, ich bitte. Frau Starlady, hier sind zwei Herren, die Sie ganz dringend sprechen wollen. Amerikaner, glaube ich. We are from Talibwish. Tell her. Sie sind vom Fernsehen. Wir haben so viel mit den Menschen vom Fernsehen gesprochen und mit denen vom Rundfunk und den Zeitungen auch. Wir wollen eine Pause machen. No, she doesn't want to see you. Tell her she better change her mind, else... Frau Starlady, die Herren meinen, es wäre sehr dringend. Ich soll Ihnen sagen, hallo, nein, das können Sie doch nicht. Jetzt sind Sie weg, ich fürchte, Sie kommen zu Ihnen rauf. Wir werden sehen. Soll ich jemanden schicken? Die haben irgendwie ausgesehen wie... Nein, das ist nicht notwendig. Ich habe keine Angst. Danke. Na schön, wenn Sie meinen. Falls doch, dann können Sie ja anrufen. Ja, das kann ich. Auf Wiederhören. You star lady? Speak English? Yes, I do. Come on. Why? Where to? You ask no questions. Just come with us. Look here, you know that? That's guns. Hands up. Hey, what you want with that camera? It's crazy. Take pictures in a moment like... Wow. No. What that? Joe? Where are you? Joe! Where is he? You, I kill you. You tell me at once. Tnumut, ich bitte? Ja, ich bin's nochmal. Ich mach mir Sorgen. Sind die beiden Typen schon aufgetaucht? Ja. Wirklich? Und? Brauchen Sie Hilfe? Nein, ich danke. Sie sind nicht mehr hier. Ach, das ist ja... Wie haben Sie das denn geschafft? Ich habe dafür gesorgt, dass Sie verschwinden. Na, dann bin ich aber beruhigt. Okay. Das war's, Frau Starlady. Sieben. Nuat. Urukaburu. Tiki Americano. Tionaritmi der Chini. Tiki. Alien cheat. Hallo, ist dort die Polizei? Ja? Die Kriminalpolizei? Gut, verbinden Sie mich. Hallo? Ja, hier ist Helen Hyde. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Was? Mein Vater ist Dr. Arthur Hyde. Er ist... Was? Ja, genau der. Na also, eben. Nein, ich habe keine Idee, gar keine.
Er ist einfach spurlos verschwunden. Er war an dieser Geschichte dran mit diesen Allis da. Was? Nee, Quatsch, die Außerirdischen meine ich. Also Sie machen das, ja? Was? Oh, Himmelszelt, muss das sein? Bloß wegen der Unterschrift. Ach so. Ja, gut, das sehe ich ein. Mit wem spreche ich? Moment, das schreibe ich mir auf. Das ist... Ja, Zimmer 24, 7. Stock. Okay, ich komme vorbei. Wiederhören. Anita, ich bin's, Helen. Hör mal, Daddy ist immer noch nicht aufgetaucht. Was? Hab ich grad gemacht. Wieso? Was denn da höchst merkwürdig? Ach. Ach, nee. Doch, wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Musst du mir unbedingt genauer erzählen. Es ist ja echt total merkwürdig. Gut, bis gleich. Also, wo? Na, wie gestern im Transconti, denke ich, ist schließlich die heißeste Adresse überhaupt zurzeit. Sagen wir in einer Stunde. Ich muss noch bei der Kripo vorbei. Die sagen, da könnte sonst jeder eine Anzeige. Ja, das sehe ich auch ein. Bis gleich. Ciao. Wer ist da? Ach so, ja klar, soll reinkommen. Guten Tag, Herr Schobis. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie Platz. Einen wunderschönen. Danke, danke, danke. Also, medias in res. Warum wollten Sie mich sprechen? Diese Kosmokomiker, Herr von Scharfstedt, mit denen stimmt was nicht. Bestimmt, Sie glauben mir das vielleicht nicht, aber es ist so. Sie haben recht. Diese Sterndeuter da, die sind wohl ganz im Ernst der Überzeugung, dass technischer Fortschritt nicht notwendig sei. Und das macht sie so gefährlich. Aha, aha. Man weiß doch, dass solche Ideen, wenn man sie bloß oft genug wiederholt und geschickt verkauft, eine große Faszination ausüben auf viele naive Gemüter, auch bei uns hier. Mir hat sich ja alles zusammengekrampft innerlich, als ich gehört habe, wie dieser Astro-Boss in ihrer Sendung sagte, nicht das Machbare brauchen wir, das Brauchbare machen wir. Ja. Und das sei die Devise bei Ihnen da oben im All. Und mhm. Sie, Herr Schobis, Sie haben nicht widersprochen. Nein, Sie meinen... Ich meine, es reicht. Ich meine, die sollten verschwinden, wohin auch immer, bevor sie hier erst so richtig für Unruhe sorgen können und... Wenn Sie nicht freiwillig abhauen, Herr Schobis, dann... Dann? Was dann? Na, raten Sie mal, Herr Schobis. Dreimal dürfen Sie raten. Bevor ich es vergesse, Helen, wie war es überhaupt gestern? Mit ABS meine ich... Vergiss es. Wie? Du meinst... Ich hab's schon vergessen. Dass ich auch so blöd bin. Fall immer wieder auf sowas rein. Ja, diese älteren Herren machen junge Mädchen schnell nervös, aber dann... Also Anita, der ältere Herr, der mich zurzeit nervös macht, ist mein Herr Vater, wirklich. Wie findest du das denn? Verschwindet einfach von der Bildfläche. Spurlos. Keine Botschaft, kein Anruf, nichts. Aber, ey, wolltest du mir dazu nicht was erzählen? Du hast vorhin am Telefon sowas angedeutet. Ja, dass dein Uli nicht der Einzige ist. Ich habe heute in der Redaktion, im Sender bei uns, eine absolut heiße Geschichte gehört. Du weißt ja, die Amis sind immer noch stockpikiert, weil wir ihnen die Allis weggeschnappt haben. Noch nicht einmal CNN ist rangekommen. Na klar, das halten die nicht aus, sowas. Eben, und deswegen wollten sie kidnappen. Wer? Wen? Ein paar von den US-Stationen haben sich zusammengetan und einen Trupp Catcher organisiert. Und die sollten die beiden Stars von gestern Abend einfangen und über den Teich bringen. Na, besser als über den Jordan. Hör auf, das ist todernst. Die haben das wohl versucht, aber nicht geschafft. Unser Chef vom Dienst hat zufällig ein Gespräch mitgekriegt. Leute von WACD und XO Networks, die waren total durcheinander. Und zwar nicht nur, weil das nicht funktioniert hat. Auch ihre Catcher-Truppe ist weg. Spurlos verschwunden. Wie dein Vater, Helen. Ach. Ja,
Und noch was. Nach allem, was bekannt ist, waren zwei von den Typen zu Astroboss marschiert, die anderen beiden zu unserer Star-Lady. Und seitdem? Genau. Anita, komm mit. Ich finde, wir müssen noch einmal mit Star-Lady sprechen. Unbedingt. Ich wusste, Sie würden mich noch einmal besuchen. Ich muss Daddy finden. Und ich denke, wir sollten jetzt... Ich bitte um Geduld einen Augenblick. Ich halte es für gut, wenn auch mein Freund bei diesem Gespräch anwesend ist. Aber warum denn? Von mir aus. Siemnut? Siemnut? Nuat. Nechlit. Ettebe. Lev. Was? Was war denn das? Ich habe Gil, also Astroboss, zu uns gebeten. Er wird... Ich bin hier. Guten Tag. Setz dich. Haben Sie eben... Wir haben niemals verborgen, dass wir Geist sprechen können. Aber auch durch Wände hindurch? Das ist ja... Ich bin ja... Sie wollten etwas anderes erfahren, ist das richtig? Sie suchen Ihren Vater. Ja. Sie haben schon gestern von mir wissen wollen, wo er sei. Ich muss etwas gestehen. Oder sagt man hier beichten? Ich habe Sie gestern getäuscht. Mein Vater war also nicht hier? Doch, er war hier. Aber als ich Ihnen sagte, dass er verschwunden ist, haben Sie verstanden, er habe das Zimmer verlassen. Na klar. Was denn sonst auch? Hören Sie mal. Bitte, bleiben Sie jetzt ruhig und, wie sagen Sie? Gefasst. Ja, gefasst. Wir wollen Ihnen etwas erklären. Wir haben immer davon gesprochen... Und das ist auch wahr? ...dass auf unserem Stern Waffen nur noch in den Museen zu finden sind. Dass es schon lange keine Kriege mehr gibt bei uns. Dass auch Streit und Auseinandersetzungen... Welche es trotz allem noch immer gibt. ...auf andere Art entschieden und beendet werden. Zum Beispiel... Also Verzeihung, wir sind ja nicht hier, um uns eine Vorlesung über die Geschichte der Waffen auf Ihrem grandiosen Kometen anzuhören. Wir wollen ja nur... Die Antwort auf Ihre Frage ist nur wenige Sätze entfernt. Bitte. Ist gut, Anita. Lass die beiden. So ist das, wie gesagt, bei uns zu Hause... Wenn wir jedoch einen Flug unternehmen, hinaus ins All, zu anderen Sternen und Sternensystemen... Besonders, wenn wir sie gar nicht kennen oder nur wenig... Und wenn wir fürchten müssen, dass wir angegriffen und bedroht werden... Dann nehmen wir dies hier mit. Ein Fotoapparat. Mein Gott, das machen wir auch, wenn wir einen Weekend-Trip machen irgendwohin. Das ist doch... Das ist kein Fotoapparat. Das ist eine Waffe. Eine Waffe? Aber das kann doch... Kann doch... Wie soll die denn... Sehen Sie die Stehlampe dort. Gut. Ich zeige Ihnen etwas. Ich fass es nicht. Einfach weg. Die Stehlampe. Einfach weg. Spurlos verschwunden. Wie vom Erdboden. Spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden. Wollen Sie vielleicht sagen, Sie haben Dr. Hyde? Als ich Ihnen gesagt habe, die Vorstellungen des Herrn Dr. Hyde von dem weiteren Verlauf der Begegnung seien nicht die gleichen gewesen wie meine, da wollte ich Sie nicht verletzen, Helen. Was der Fall gewesen wäre beim Erzählen der Wahrheit. Nämlich, dass Ihr Vater... Er wollte Ihnen an die Wäsche. Ja, Star-Lady, ist es das? Ich hätte es nicht so ausgedrückt. Ich verstehe Ihren Schmerz. Aber das ist doch... Mein Vater, der war doch kein... Also, der war doch wirklich kein... Helen, es ist vielleicht bitter, aber jetzt hat es sowieso keinen Sinn mehr, das zu vertuschen. Dein Vater war, also, was Frauen anlangt, kein... kein Heiliger. Ich habe das nicht nur oft gehört, ich habe es selber erlebt.
Er konnte verdammt ungemütlich werden, wenn eine Frau nicht spurte. Und er war ja ganz schön kräftig und durchtrainiert. Kann mir schon vorstellen, dass es für Starlady keine andere Wahl gegeben hat als... Ja. Doch, doch, wenn ich es Ihnen doch aber sage. Eine absolute Superwaffe. Bitte? Ich denke, Sie sind Waffenfabrikant. Mein Freund hat mir gesagt... Bitte? Ach, Waffenhändler. Na, auch gut. Wie? Was ich will? Provision. Ganz einfach. Ich stelle den Kontakt her und wenn Sie dann... wie viel? Naja, 15%. Ja, Sie können es ja probieren. Aber die beiden sind mir verpflichtet. Na gut, wenn Sie nicht wollen... Doch? Na gut, dann sehe ich mal, wann wir ein Meeting hinkriegen. Ich rufe Sie an, okay? Meine Damen und Herren, ich habe den Krisenstab hier einberufen, weil wir keine Zeit zu verlieren haben. Die Befürchtungen, die viele von uns hatten, haben sich bewahrheitet, schneller als erwartet. Nach kaum einer Woche hat diese Truppe aus dem Alles geschafft, ein unglaubliches Medienspektakel in Gang zu setzen. Sprüche wie Überfluss ist überflüssig oder Vorwärts zur Fühlnunft zurück werden an Häuserwände und Autobahnbrücken gesprüht. Was soll denn in drei Teufelsnamen herauskommen, wenn plötzlich angesehene Fernsehmoderatoren wie Alexander von Schobis diesen Schnickschnack mitmachen und auf einmal von Vergangenwart und Gegenkunft faseln, um damit die angebliche Rationaldiktatur des zeitlichen Ablaufs zu hinterfragen. Geschwätz, meine Herren. Ich sage Geschwätz. Damit könnte man ja noch leben. Aber der Wahnsinn beginnt, Methode anzunehmen. Ernsthaft wird bereits gefragt, ob nicht auch bei uns hier so geplant und gehandelt werden könnte wie bei denen. Dieser gefährliche Mumpitz muss gestopft werden. Zur Sache. Ich habe Sie hierher gebeten, um einen Sofortplan zu entwickeln. Und es ist nur Bereitschaft für den Ernstfall, wenn ich einen Reserveplan anrege, der auch gewaltsame Maßnahmen vorsieht. Nachdem unsere kosmischen Besuche ja so vorbildlich unbewaffnet erschienen sind, was wir natürlich dankbar anerkennen wollen, können wir uns auf ein niedriges Niveau an Waffen unsererseits beschränken. Ich würde vorschlagen... Ja, was ist denn... Ein Gespräch für mich? Dringend? Na gut, geben Sie her. Von Schafstadt? Ach, Herr Imheim. Ja? Ja? Nein. Bitte? Unglaublich. Ich verstehe. Verstehe. Nein, Herr Imheim, das war völlig richtig. Vielen Dank, das werde ich Ihnen nie vergessen. Nie. Meine Damen und Herren, ich habe soeben die Information erhalten, dass die Außerirdischen uns perfekt getäuscht haben. Wir stehen vor einer völlig veränderten Situation. Die Außerirdischen verfügen doch über Waffen. Über besonders typische und raffinierte Waffen, wie wir sie bislang hier nicht kennen. Das heißt, neue Planung. Höchste Alarmstufe. Kommen Sie rein, Starlady. Hier. Bitte, ja. Ich muss sagen, Ihr Anruf hat mich sehr überrascht. Bitte setzen Sie sich doch. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe mit meinen Freunden gesprochen. Sie sehen es ebenso wie ich. Wir denken, Helen, Sie könnten sehr gut auch auf unserem Stern leben. Ich möchte Sie einladen, mit uns zu kommen. Ich? Mit Ihnen? Ja, aber... Ach, wieso? Wann? Wir haben beschlossen, abzureisen. Jeder Tag, den wir länger hier sind, lässt unseren Wunsch größer werden, wieder heimzukehren. Sie kommen nicht klar hier, wie? Ja, ich merke das schon. Hab das schon gedacht, als ich Sie in der Show von ABS beobachtet habe. Sie haben recht. Ihr Stern ist krank. Alles ist krank hier. Die Menschen zuerst, aber dann auch die Natur. Wir haben die Fernsehprogramme gesehen, die vielen verschiedenen Sendungen.
Und was bei Ihnen hier normal ist, gilt bei uns als undenkbar. Wir verstehen es nicht, dass in einem Land ein Reichtum herrscht mit unvorstellbaren Luxusgütern und Überfluss, während in einem Land nicht mehr als ein paar Stunden entfernt Kinder verhungern. Wir verstehen nicht, dass ein Land mit Bomben, mit Hunderttausenden von schrecklichen Waffen zerstört und seine Menschen getötet oder verstümmelt werden und dass dies als vernünftig oder gerechtfertigt auch nur unvermeidlich angesehen wird. Tja, das geht manchen hier auch nicht anders. Aber wenn Sie sowas sagen, dann werden Sie ja bloß ausgelacht als idealistischer Spinner. Außerdem, solange die Regierungen diese Politik betreiben, da wird sich auf Nein, Helen, das ist nicht die entscheidende Frage. Hinter diesen Regierungen stehen... Die ganzen mächtigen Gruppen, die Wirtschaftsbosse, Das ist zu einfach. Dahinter stehen Mehrheiten von Menschen. Die Erde ist nicht zu retten. Das Einzige, was Menschen tun können, ist, dieses Ende noch ein bisschen zu verschieben. Kommen Sie mit uns, Helen. Das kommt sehr plötzlich, liebe Starlady, echt. Ich meine, so eine wichtige Entscheidung. Wann wollen Sie denn los? Morgen. Morgen schon? Echt, ey. Das... Wir fürchten, dass die Zeit zu Ende geht, in der wir hier als Gäste behandelt werden. Heute war ein Besucher bei uns, Herr Immenheim. Er hat sich keine Mühe gegeben, uns seinen Beruf zu verbergen. Er handelt mit Waffen. Und er wollte von uns... Nein. Sagen Sie bloß, der wollte Ihre Entropiewaffe haben. Ja, er hat immer nur gesprochen und uns nicht zugehört. Er hat am Anfang sehr viel Geld angeboten und im Laufe der Unterhaltung noch viel, viel mehr. Aber er hat nicht verstanden, dass Geld für uns keine Bedeutung hat. Als er schließlich ging, hat er sehr unfreundliche Dinge gesagt und er hat uns gedroht. Wir haben darüber beraten und wir glauben, die Drohungen sind ernst zu nehmen. Morgen reisen wir ab. Woher wusste dieser Immenheim denn von Ihrer Waffe? Von Ihrer Freundin. Anita? Die hat? Ja, aber warum denn? Geld. Sie hätte sehr viel Geld bekommen von Herrn Immenheim. Das gibt's ja nicht. Ich bin total von Socken. Das ist ja also echt, das hätte ich nicht gedacht von Anita. Das ist sehr menschlich, Helen. Sehr irdisch. Aber ich muss gehen. Meine Freunde warten auf mich. Es kann sein, dass wir Probleme haben werden, wenn wir morgen mit unserem Schiff abreisen wollen. Halt! Wann wollen Sie los? Um 6 Uhr morgens. Sie müssen sich nicht jetzt sofort entscheiden. Wenn Sie mitreisen wollen, dann kommen Sie einfach zu uns. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unser Musikprogramm Sphärische Klänge für eine erneute Sondersendung im Zusammenhang mit den dramatischen Entwicklungen der letzten Stunden. Wie mehrfach gemeldet, ist die Besatzung der Achrit Relok 313 aus dem Hotel Transkontinental verschwunden und soll sich auf dem Weg zu ihrem Raumschiff befinden. Wir haben eine Schaltung zu unserer Kollegin Anita Vollmann vom Sender Teltrans. Anita, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ich befinde mich hier in Hasselbach und zwar in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der noch vor kurzem die Achrit Relok stand. Moment mal, soll das heißen, dass... Genau das. Sie sind weg. Im Augenblick wird hier gerade eine Pressekonferenz vorbereitet, auf der auch der Sicherheitsverantwortliche sowie der Staatssekretär im Innenministerium Enno von Schafstedt als Leiter des Krisenstabes sprechen werden. Aber ich kann Ihren Hörerinnen und Hörern schon ein paar Dinge erzählen. Die Außerirdischen sind also in der Tat heute früh aus dem Hotel verschwunden. Sie haben sich, das klingt sehr simpel irgendwie, aber so war es nun einmal. Sie haben sich unten in der Halle einen kleinen Mietbus geben lassen und sind seelenruhig losgefahren.
erst als der Angestellte des Mietwagenunternehmens dann, in der Hoffnung auf ein Informationshonorar, unseren Sender anrief und wir die Sache nachprüften, geriet ein Riesenapparat in Bewegung. Und in der Gegend von Bingen hat dann eine Einheit des Bundesgrenzschutzes versucht, den Bus aufzuhalten. Ja, davon haben wir vorhin berichtet. Weiß man denn inzwischen, warum das nicht gelungen ist? Das weiß man. Und ich will jetzt hier nicht renommieren, aber ich wusste es schon vorher. Als sie mit Waffengewalt bedroht wurden, haben die Außerirdischen ihrerseits zur Waffe gegriffen. Und das heißt, sie haben die gesamte Einheit spurlos verschwinden lassen. Dann ist es also kein Gerücht, dass hier Waffen zum Einsatz gekommen sind, die wir überhaupt noch nicht kennen, geschweige denn herstellen könnten. Das ist kein Gerücht. Mit diesen Waffen wurden nicht nur die Männer von BGS beseitigt, sondern auch die Wachmannschaften, die hier in Hasselbach das Raumschiff sichern sollten. Aha. Bei der Flucht haben die Außerirdischen also ein Blutbad angerichtet. Das glaube ich nicht, dass man das so nennen kann. Es ist nirgendwo ein einziger Tropfen Blut geflossen. Die Opfer haben sich einfach in nichts aufgelöst. Übrigens, das dürfte Sie auch noch interessieren. Das gleiche Schicksal hat schon den Leiter der Auslandsredaktion der FUZ ereilt, Herrn Dr. Arthur Haidt. Ach, über dessen Verschwinden war doch eine Nachrichtensperre verhängt worden von der Kripo Frankfurt. Ist die jetzt aufgehoben? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass auch zwei US-Bürger, welche die Außerirdischen einladen wollten zu einem Besuch der Vereinigten Staaten, dass die auch auf diese Art und Weise beseitigt wurden. Das ist ja schrecklich. Da kann man ja im Grunde nur aufatmen, dass diese Außerirdischen verschwunden sind. Anita Vollmann, schönen Dank für Ihren Bericht. Vielleicht melden Sie sich einfach wieder, sobald die Pressekonferenz losgeht. Und wir, meine Damen und Herren, machen weiter mit unserem Musikprogramm. Hallo? Hallo, Sie? Ja, hören Sie eigentlich? Natürlich höre ich. Ich höre alles. Vor allem, wenn sich jemand kurz fasst. Hier soll eine Botschaft sein für mich. Anita Vollmann von Teltrans. Teltrans. Ja, doch. Ich erinnere mich. Moment. Hier. Oh, ein Brief. War's das? Wenn's das war, dann sagen Sie bitte sehr Danke sehr. Wenn nicht, dann sagen Sie, was ich noch für Sie tun kann, Gnädigste. Oh, Verzeihung. Das war's. Danke sehr. Hier muss man wirklich alles selber machen. Helen? Wieso schreibt mir Helen? Überhaupt, wo steckt die nur die ganze Zeit? Oh Gott, die werden Sie doch nicht auch... Liebe Anita, ich habe lange überlegt... Dann habe ich das Angebot von Starlady angenommen. Wenn du diesen Brief liest, bin ich mit der Achrid Relok schon weit weg von dieser Erde. Unterwegs zu dem Stern meiner neuen Freunde. Anita, ich glaube, Sie haben recht. Es geht nicht mehr so lange gut mit unserem Planeten hier. Was so passiert ist in der letzten Zeit, hat mir meinen früheren Optimismus gründlich zertrümmert. Den Ausschlag für meine Entscheidung aber hast letzten Endes du gegeben, Anita. Mein Gott, ich erinnere mich so gut daran, wie du vor ein paar Jahren noch voller Überzeugung davon geredet hast, jeder und jede von uns könne und müsse etwas tun. Und wenn es nur ein bisschen wäre im eigenen Bereich, nur so würde dann langsam eine Änderung eintreten, eine Änderung im Bewusstsein der Menschen. Hast du eigentlich deinen eigenen Film vergessen, den du damals gemacht hast? Indem du so scharf gegen die gewissenlosen Geschäftemacher des Todes gewettert hast? Und heute, Anita, heute versuchst du, das dicke Geld zu machen, indem du ins Waffengeschäft einsteigst. Na, wunderbar. Meine neuen Freunde haben nicht nur diese kleine Entropiewaffe, die du ja kennst und die dich so unglaublich fasziniert hat. Nein, sie haben auch gigantische Raketen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Und sie haben gesagt, durch das, was Sie hier erlebt haben, fühlen Sie sich bedroht. Weil es sein könnte, dass ein paar von den Irren hier es schaffen könnten, die Erde zu verlassen, ehe sie kaputt geht. Und dass die dann irgendwo anders im Weltraum den gleichen Unfug anzetteln. Deshalb soll in naher Zukunft eine Entscheidung getroffen werden, die Erde mit Hilfe von Entropieraketen verschwinden zu lassen. Liebe Anita, es werden mir keine Gegenargumente einfallen. Kein Stern zum Bleiben. Sie hörten ein Hörspiel von Eckes Frank.